Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ally General. Wir haben wieder drei gegnerische Fahrzeuge zum Vorstellen, und zwar die Panzerjäger Elefant, Hetzer und Jagdpanther. Der Elefant kommt in Ally General nicht vor, aber ich gehe auf ihn trotzdem ein, weil er auch zu den auf deutscher Seite eingesetzten Jagdpanzern gehört. Und zwar verhielt es sich so, dass als es um die Entwicklung des Panzer 6 Tiger ging, zwei Firmen Entwicklung betrieben. Zum einen die Firma Henschel und zum anderen die Firma Porsche. Die Nazi-Führung entschied sich für den Entwurf von Henschel und somit für den Tiger, wie wir ihn heute kennen. Porsche hatte jedoch bereits 100 Fahrgestelle für ihren Tiger-Entwurf gebaut. Diese wurden nun mit einer 8.8er ausgestattet und als Panzerjäger Tiger P verwendet. Dies war der offizielle Name, ansonsten hieß der Panzerjäger Ferdinand wie sein Designer Ferdinand Porsche und später dann Elefant. Wie auch die anderen Panzerjäger des Deutschen Reiches war der Elefant sehr erfolgreich. Der Hetzer, auch als Jagdpanzer 38T bekannt, wurde auf der Basis des Fahrgestells des älteren Panzers 38T mit einer 7,5 cm Kanone aufgestellt. Der Panzer 38T war ursprünglich wie der 35T ein tschechischer Panzer, daher auch das T nach der Nummer, also 38T, und fiel nach der Annexion der Tschechei in deutsche Hände. Die Idee des Hetzers war es, eine leichte und kostengünstige Alternative zu den teureren Jagdpanthern und Jagdtigern zu entwickeln. Trotzdem war der Hetzer im Kampf sehr erfolgreich und war mit um die 3000 Stück bis Kriegsende relativ häufig vorhanden. Und nun kommen wir zum Jagdpanther, dem erfolgreichsten deutschen Jagdpanzer. Wie sein Name schon andeutet, lag dem Jagdpanther das Fahrgestell des Fahrgestell des Panzers 5 Panther zugrunde. Bei Panzer und Panther ist man geneigt, das immer ein bisschen zu verwechseln, sorry. Und auf dieses Fahrgestell wurde die 8,8 cm Kanone des Königstigers aufgepflanzt. Der Jagdpanther erhielt von den Alliierten die Bezeichnung Heavy Tank Killer, also schwerer Panzerzerstörer. Und er war, kann man eigentlich sagen, eine Mischung aus dem Königstiger, dem schweren deutschen Panzer, und eben dem erfolgreichen deutschen Panther. Also eine sehr, sehr gefährliche Waffe. Mit 415 Stück wurde der Jagdpanther jedoch in zu geringen Mengen produziert, um kriegsentscheidend zu sein. Nichtsdestotrotz war er im Einsatz sehr erfolgreich. Europa, Anfang 1944. Bis Frühling 1944 stießen die Sowjets an der Ostfront weiter nach Westen vor. Die Westalliierten eroberten Norwegen. Ungarn hatte nach der Kapitulation Italiens insgeheim Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten aufgenommen. Die Deutschen erfuhren hiervon und am 19. März 1944 marschierten deutsche Truppen in Ungarn ein und besetzten das Land. Ungarn musste eine deutschfreundliche Regierung einsetzen. Finnland jedoch, das offiziell nie ein deutscher Verbündeter war, sondern einen Parallelkrieg gegen die Sowjetunion führte, schloss nach der alliierten Invasion Norwegens einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion. Die Alliierten waren nun bereit, den letzten Akt des Dramas einzuläuten und begannen am 6. Juni 1944 mit der Operation Overlord, der Landung in der Normandie in Nordfrankreich. Wichtige Anmerkung: Die Invasion Norwegens durch die Alliierten fand real nicht statt, ebenso erfunden ist der Kriegsaustritt Finnlands im Frühjahr 1944. Finnland beendete den Krieg stattdessen erst am 19. September 1944. Sir, High Command believes our stratagem to be a consummate deception. Jerry is busy safeguarding the streets of Dover. Tomorrow, at Normandy, he will be utterly surprised. Sir, das Oberkommando glaubt, dass unsere List eine vollendete Täuschung ist. Jerry ist beschäftigt mit der Sicherung der Straße von Dover, da er eine alliierte Landung bei Calais erwartet. Morgen in der Normandie wird er völlig überrascht sein. Die alliierte Landung in der Normandie wird an 5 Stränden stattfinden. Die Briten- und Commonwealth-Truppen landen bei Swart, Juneau und Gold, die Amerikaner bei Omaha und Utah. Ziele sind nicht nur die Strände, sondern auch das Hinterland, vor allem der Hafen von Cherbourg, damit Verstärkung auch außerhalb der Strände eintreffen kann. Britische und amerikanische Fallschirmjäger sind bereits nordöstlich von Caen, nördlich von Carentin und um Saint-Mère-Église herum gelandet. Saint-Mère-Église wurde von amerikanischen Fallschirmjägern bereits eingenommen. Die britischen Truppen werden die Strände Swart, Juneau und Gold einnehmen und dann auf Caen vorstoßen.
Nach der Einnahme von Caen marschieren die Briten nach Falaise und Argentin einerseits und Flair, Domfront und Vire andererseits. Gleichzeitig werden amerikanische Shermans gegen Carentin und das stark verteidigte Cherbourg vorstoßen. Sobald beide Positionen eingenommen sind, stoßen die Amerikaner nach Süden vor und nehmen Coutances ein. Avranches schließlich wird aus der Luft durch Fallschirmjäger eingenommen. Die deutschen Truppen, welche den Omaha-Strand samt Hinterland überwachen, werden umgangen und eingekesselt. Deploy your troops, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Allied General. Wir müssen unsere Truppen stationieren und diesmal die Invasion, die Landung in der Normandie. Es ist hier eine andere Darstellung, normalerweise sieht man hier oben Norden, unten Süden, hier ist es umgekehrt, oben Süden, unten Norden. Hier haben wir die Häfen Southampton und Portsmouth in England und hier die französische Küste mit Cherbourg, Carentan, Coutances, Avranches, Vire, Flair, Domfront, Argentan, Falaise und Caen. Genau. Und unsere Truppen sind hier. Hier sind die Amerikaner, hier die Briten. Wir werden unsere Truppen hier. Ein paar können schon an Land gehen, das werden wir ausnutzen. Ja, und wir werden nicht uns hier mit diesen Leuten rumprügeln, sondern lieber hier. Genau. Und Flugzeuge. So, Ende. 6. Juli 1944, die Landung beginnt oder hat bereits begonnen. Die lösen wir auf hier, weil die sind zu schwach. M4, die können wir schon bauen. Was wir auch auflösen werden, sind die ganzen amerikanischen Truppen hier. Die werden sowieso alle verloren gehen. Bauen wir M4 Panzer hier. Eben seht ihr, der kann gar nichts angreifen, also ist ein bisschen. Thank you.
Lanchester, weiß ich gar nicht mehr, ob das ein taktischer Bomber, ah, das ist ein Levelbomber. Okay, den können wir dann auflösen. Lightning, Thunderbolt, Jäger, der Mitchell. Und hier haben wir noch einen B-Defibrillator, keine Ahnung, was das ist. Das ist auch ein Levelbomber, können wir auch auflösen. Okay, was haben wir hier unten? Auch wieder ein Lanchester. Die 17 brauchen wir nicht, Horizontalbomber. Marauder, das ist ein so. Soweit gut. Panther. So. Irgendjemand muss es ja mit dem Tiger mit dem Tiger, mit dem Panther aufnehmen. Küstengeschütze lassen wir, weil wir müssen ja Städte im Inland erobern. Warten wir noch. Warten, die lassen wir lieber hier, aber hier schauen wir. Oh.
hier steht sogar Omaha Beach. Hier steht. Na, hier steht nichts. Utah Beach. Hier Utah Beach. Omaha Beach. Hier. Gold Beach. Juno Beach. Sword Beach. Also das ist quasi Gold, Juno und Sword sind die britischen Landeplätze und oder Commonwealth Landeplätze und Omaha und Utah sind die amerikanischen Landeplätze. Aber jetzt haben wir eigentlich jetzt alle bewegt, oder? Müssen hier bei Quarantin müssen wir vorstoßen. Ein Sieg 38T. Ein Hetzer. So, das war's auch schon. Die Luftwaffe sehr schwach in diesem Szenario, zu unserem Glück. Unserem Vorteil.
Ich glaube, das war es hier auch schon. Den können wir auflösen. Jetzt können wir nochmal hier bauen. So. So.